Hallo Leute, euer Donnerboy hier. Heute spielen wir Wobbly Alive und zwar im zweiten Teil von Versuch 2 von ich erkläre ein paar Artefakte, nur diesmal nicht nur ich, sondern Gemini's Game. Demon Decker! Ja, der letzte im ersten Versuch nicht zu hören war. Ja. Muss jo. Das halt noch. Und ich hoffe mal, diesmal hört man. Ja. Ja, auch. Ja, wir haben eigentlich schon alles erklärt, nochmal erklärt gehabt. Nur, ja. Ist dumm. Ja, also, kurz gesagt, die Reifen, die man ich habe, glaube ich, letztes im anderen Video gesagt gehabt, dass man, wenn man. Aber dass man beim Trampolin hier die Pizza findet. Kurze Nachricht. Nein, man findet da nicht da die Pizza, sondern man findet da den Reif vom Trampolin. Genau. Herr Donut, ich muss Ihnen noch kurz was sagen. Die Pizza befindet sich irgendwo auf dieser Insel. Das bedeutet, man kann sie finden beim Treasure Hunt Shop. Ja, also hier in der Stadt, da diesen Job machen, am besten auch, glaube ich, auf schwer, dann findet ihr man. Habt ihr braucht nur noch Glück, dass ihr die Pizza findet. Das Geschenk oder halt dieses Icon, also das, findet man, wenn man, glaube ich, wenn man die Heuballen umfährt, ne? Ja. Oh, sehr richtig. Wenn ihr, also Fahrt. Hier gibt es Felder, dann Heuballen, einfach mit Auto kurz da drüber fahren, dann kann das rausfliegen, ja. Willst du mir helfen? Ja? Weiter geht's mit dem Speer. Der ist auch irgendwo mit dem Treasure Hunt Job verbunden. Also ihr könnt ihn auch beim Treasure Hunt Job hier auf dieser Insel finden, also... Ja. Oh nein, das wird auch schwer. Und die Keule? Und die Keule findet man im Treasure Hunt Shop auf der Dschungelinsel. Also hier den Job machen auf schwer, dann könnt ihr die Keule finden. Ja. Sehr richtig. Die zwei Abteilungen habe ich im anderen Video auch gezeigt, natürlich. Deswegen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne das Video noch an. Ich verlinke es, wenn ich es nicht vergesse, oben in dem E. Hier nochmal Verbesserung. Also, weiter geht's mit der antiken Bombe. Die findet man im Tempel. Genau, sehr richtig. Ja, im Dschungel, einfach in diesem Tempel. Da in diesem Labyrinth. Vielleicht zeigen wir es noch, gehen wir da noch hin. Auf jeden Fall dort, wo das Labyrinth ist. Ich glaube, ich werde es übernachts nochmal machen. Dann findet ihr dann die Bombe.
Und Leute, wenn ihr wenn ihr hier sagt ihr sich Tempel und dann von dort nach hier und dann halt hier geht. Und findet ihr hier in der Ecke die Bombe. Oh. Die löscht sich von alleine. Interessant. Ja. Er war gerade ein bisschen wirr, wenn die explodieren würde. Was ihr auf Wie keinen Fall beschleunigt machen tun solltet, wäre das. die Beschreibung schon sagt, die Bombe ist so alt, dass sie nicht mehr explodieren kann. Ich werde es Dann, wahrscheinlich reinschneiden. genau. Als nächstes haben wir die Maske. Die findet ihr, wenn ihr den Dschungeljob wieder, also den Dschungelartefakt-Shop als Job macht, jo, also Treasure Hunt Job. Und Stoffschwer. Und die Wobbly-Statue auch. nein, das ist jetzt nicht richtig, weil die Wobbly-Statue bekommt ihr nur, wenn ihr hinter dem Berg gibt es auch noch ein Treasure Hunt. Und Okay, da könnt ihr Wobbly-Statue. Und als letztes haben wir die Venus-Fliegenfalle. Die findet ihr irgendwo in der Nähe von von der Rakete im Dschungel. Also ja, irgendwo so hier in diesem außen Berg. herum, ein bisschen, einfach hier ein bisschen herumlaufen, dann werdet ihr irgendwo eine diese Pflanze hier finden, diese frisch pflanzende Pflanze sehen. Einfach nehmen. Die liegt irgendwo auf dem Boden auf jeden Fall. Ja. Damit haben wir die Abteilung fertig. Nein, Weiter geht's. frisch, frisch. Ja, dann so eine Abteilung, wo ich in einem Video noch nichts gesagt hatte. Und zwar so der Meeresabteilung. Haben wir einfach mal hier an, bei der Koralle. Also, wie ihr seht, gibt es bei dem Dschungel so circa hinter dem Fragezeichen, also circa so in der Linie, gibt es zwei Korallenriffe, wo ihr es finden könntet. Also Also nicht ganz. hier irgendwo, glaube ich, hier oben gibt es einen Korallenriff. Und Also den Korallenriff, den ich genutzt habe, hatte, war, glaube ich, irgendwo hier. Wenn ihr da ein bisschen einfach da ein bisschen herumfahren, hinter der zweiten Insel wird irgendwie, ihr seht auch den Korallenriff durch den Boden. Also genau. durch den Boden, eher durch das Wasser. Wenn ihr da mit dem Also, Boot drüber schwimmt, findet ihr, habt ihr auch den Korallenriff. Also genau. Fisch. Also weiter geht's mit. So, Muscheln. Genau. Die Also. haben wir sehr, die hab ich, oder wir sehr oft geangelt, als wir die Fische geangelt haben. Ja. Gefühlt 6, 7 Mal gefühlt. Schon. Also ja. Die findet ihr überall, wo Deep Sea ist. Also könnt ihr einfach irgendwo angeln, wo Deep Sea ist. Ich empfehle euch irgendwie bei. Dort, wo das Keine Ahnung, Wasser am tiefsten ist, kann man das auf jeden Fall kann man versuchen. am schnellsten findet Also ihr. so ein bisschen am, also bis meistens immer ein bisschen mitten ins Meer, ein bisschen hineinschwimmen, sollte Tiefsee sein. Nächstes haben wir Den Panzer. den Panzer, genau. Den findet ihr, wenn ihr in der Nähe von Paradise Island angelt. Ich empfehle euch da, wo circa der Ice Cream Shop ist, weil da gibt es hier noch eine recht hohe Chance, weil es wirklich, also beim Ice Cream Shop in der Nähe angeln. Okay, hattest du eine Unterwasserstelle? Also kann das irgendwie deep sein, weiß ich nicht, ne? Also, es gibt nicht wirklich eine richtige Stelle. Es ist einfach Shallow Sea in der Nähe von Paradise Island. Okay.
Kein Freshwater, kein Deep Sea, einfach Shallow Sea. Und jetzt als letztes haben wir die Perle. Die findet man bei Schiffwracks. Und der Schiffwrack ist hier. Genau. Einfach mit dem Boot da zu dieser Stelle hinfahren. Auch in der Nähe, auch direkt an der Paradise-Insel. Ja, am besten fährt ihr von dort, von hier einfach nach da. Dann findet ihr auch den Schiffwrack und auch dann gleichzeitig auch die Perle. Ja, sehr richtig, mein Freund. Ja, den Ring hier könnt ihr kaufen, ist auch das andere. Und zwar hier, in diesem Geschäft, also wo man den Schwesterhand-Job machen könnt, könnt ihr den Ring als Ausstellungsstück kaufen. Ist sehr einfach, muss man nicht finden, sondern man kann es einfach direkt kaufen. Der kostet 500 Wobbly-Dollar, aber wenn ihr unserem Discord joint, kaufe ich ihn für euch und ich helfe euch natürlich auch bei allen anderen Artefakten. Ja. Link zu unserem Discord-Gruppe findet ihr, werde ich zu meinen sozialen Medien Link hin tun. Einfach draufklicken, dann kommt es zu meiner Webseite. Da ist meine Discord-Gruppe. Der Donut Army. Deswegen. Die Goldkette findet ihr im Dschungel beim Treasure Hunt Job. Yes. Den Stab. Nur wenn es regnet. Dschungel, ne? Also. Da, wo eigentlich man das Geisterschwert zum Geist bringt und in die geheime Kammer kommt. Und da ist dann der Stab. Ja. Und die Goldhose? Und die Goldhose als letztes findet man auf dem Berg beim Treasure Hunt Shop. Auf dem Berg? Also, ja. Genau. Und so, dann kommen wir zu dieser Abteilung. Die Krone bekommt man, wenn ihr hier in der Stadt den Job macht auf schwierig, dann habt ihr die Chance, die Krone zu bekommen. Den Uranium findet ihr, wenn ihr bei der Mine hier oben, also einfach wie im letzten Video schon erzählt, findet ihr, wenn ihr in der Mine geht und dann habt ihr die Chance, Uranium zu finden. Uranium ist halt so ein bisschen grünlich. Dass ihr könnt euch mit ein paar Bugs, die euch ein bisschen mit der Ansicht durch die Kamera, also mit der Kamera durch den Boden und durch die Wände fangen. Dann könnt ihr gucken, ob da Uranium zu finden ist. Uranium ist nicht in jeder Runde so. Das heißt, es kann sein, dass es nur Gold und Eisen und solche Sachen halt gibt, aber kein Uranium. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall ein paar Mal den Job aktivieren, weil dann besteht auch kein Uranium kommen. Was auch richtig wichtig zu erwähnen ist, Uranium kommt nicht direkt immer das Artefakt raus. Also ihr könnt es gibt einmal das Uranium selbst, was kein Artefakt ist, was ihr einfach zum Schredder wirft. Und es gibt ein Uranium halt, das hier, das glitzert und ist halt das Artefakt. Das Artefakt kommt nicht immer raus. Da ist die Wahrscheinlichkeit, da gibt es auch noch eine Wahrscheinlichkeit, ob das Artefakt rauskommt oder nicht. Aber wenn das Artefakt rauskommt, habt ihr zwei Uranium. Einmal das normale und das Artefakt. Sehr richtig. Die Schriftrolle findet ihr, wenn ihr die Mülltonne umfährt mit dem Auto, dann kann auch die Wahrscheinlichkeit kommen, dass die Schriftrolle rausgeflogen kommt. Einfach mit dem Auto, egal welches, einfach die Mülltonnen umfahren, die spawnen auch irgendwann wieder und ja. Und was Sherman Let's Game auch schon die ganze Zeit gemacht hat, um an dieses Case zu kommen, den er auch gerade in der Hand hat, müsst ihr die Vasen und so zerstören, ja. Ich würde euch ihr könnt die Ihr könnt den Kelch auch gleichzeitig bekommen, wenn ihr hier im Dschungel, in einem Tempel, weil da sind auch sehr viele Vasen, da kann man dann auch die Sachen
könnt ihr dann auch die Sachen, die den Case bekommen. Einfach die Vasen zerstören. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr da bekommt kriegt ihr kommt der Kelch rausgeflogen. Als nächstes haben wir die Dino-Abteilung fürs Dino-Pad. Ja, also das Ja, haben wir also erstmal das das ist da das. chillen. Okay, hört sich auch gut an. Also hier haben wir einen Fußabdruck des Walking Salaries. Der sollte im Dschungel auffindbar sein. Beim Trash Hunt Job. Okay, also Also. hier den Job machen, im Job. Dann haben wir jetzt die Klaue von einem Wobbly Raptor. Die findet man, wenn ich mich jetzt nicht täusche, beim Treasure Hunt Job beim Bär. Glaube ich auch. Hattest du auch gesagt gehabt. Gut, Das also als Spinnei nächstes. findet ihr oben im Labor, bei der Schrumpfmaschine. Da werden wir gleich nochmal hingehen gleich. Also in dem Regal. Und das Und hier haben. Yoshi-Ei in der direkt in der Nähe. Wir Genau. zeigen es auch kurz. Und zuletzt haben wir dann. Na Das gut. Dinosaurier-Kackhäufchen. Das Ja, das findet findet ihr, wenn man. ihr im Dschungel hier den Job macht. Ob schwierig. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ihr könnt dort dann den bekommen. Ich zeige euch Es kurz lohnt sich. ohne Metalldetektor, wo man das Yoshi-Ei findet. Es ist nicht weit entfernt, aber man kann es auch sehen. Einfach mit dem Metalldetektor normalerweise kann halt hier hingehen. Und dann findet ihr beim Schild hier das ein X, wenn ihr das und wenn und hier müsst ihr dann graben und da ist das Yoshi-Ei. Einfach mit dem Metalldetektor hier hinlaufen, könnt ihr diese Schaufeln bekommen, grabt dann hier und dann kriegt ihr das Yoshi-Ei direkt. Sehr Und jetzt richtig. gehen wir zum Spinnen. Also wenn ihr euch geschrumpft habt, könnt ihr das Auto nehmen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr nicht. Und fährt dann hier hin. Das hat sich auch richtig gelohnt, das Auto zu nehmen. Geht dann hier hin. Geht dann hier hoch oder hier durch. Und dann findet ihr hier das Spinnenei. Wenn ihr das zur Schrumpfmaschine, um wieder groß zu werden, dann wird das Spinnen auch wieder Ei auch groß größer und dann müsst ihr das nur noch zum Museum bringen. Sehr Und dann richtig. so bekommt ihr dann auch das Spinnenei direkt. Genau. Ja, damit haben wir das. Also jetzt wisst ihr genauer gesagt, das Den T-Rex, den ein Knochen findet ihr bei der Farminsel hinter dem Haus. Metalldetektor braucht ihr dafür auch. Einfach mit dem Einen an. Metalldetektor bei der Farminsel hinterm Haus laufen. Da ist glaube ich ein X und dann findet ihr da ein Knochen. Einen anderen findet ihr beim Treasure Hunt hinter dem Berg. Also hier. Da braucht ihr wieder Glück, dass ihr den Knochen bekommt. Und den anderen Knochen. Ein anderer ist hier beim Treasure Hunt, genau.
Und Auf der in der Stadt, ne? genau. Und Und den letzten in dem Dschungel. Den machen wir genau. mal ganz kurz. Dann müsst ihr halt nur hier hin. Ich, der sehr gut landen kann. Ja. Dann braucht ihr halt eine Bombe. Ja. Und dann müsst ihr die Bombe an diesen, in die, an diesen Felsen bringen, der Risse hat. Also hier. Dieser Felsen hat Risse, da eine Bombe dran hängen und euch nicht so wie er in einem Slipscam in die Luft befördern lassen. Und so bekommt ihr den Unter- oder Oberkiefer von Tyrex. Wobblies. Womit man Musik machen kann. Yeah. Auf geht's. Warte. Auf zum UFO! Ich hab dich wieder verfahren, hat dich wieder aufgefangen. Okay. Ist der Typ eigentlich noch? Ah, oh, ne, ist der Typ weg. Jetzt ist der Typ verschwunden. Hm. Ah, ja, so, jetzt können wir zu der Abteilung. Und die zwei Muscheln findet ihr auf der Dschungelinsel am Stränden. Die eine Muschel findet ihr hier. Sehr richtig, Mann. Wenn ihr einfach hier, es wird am X gekennzeichnet, also Metalldetektor, einfach hier ausgraben. Aufpassen, dass die Muschel nicht ins Fuß rollt, weil das da ein bisschen schief ist. Da. Deswegen, aber es wie Sport. Und die andere ist hier oben. So, und dann siehst du den schwarzen Punkt da unten nicht. Bei der Dschungelin hast du den schwarzen Punkt nicht gesehen. Ach. Den. Da, genau da ist die eine Muschel. Besser gesagt, da wo der Punkt ist, sollte circa das eine Artefakt sein und das andere geht einfach mal ein bisschen um die Insel. Ja. Also und die andere Muschel ist halt da oben. Am Strand. Genau. Sehr ist aber auch mit dem, aber ist auch mit dem X gekennzeichnet. Sehr gut. Fangen wir hier wieder an. Das gute alte Ammonit. Dieses Artefakt könnt ihr wiederfinden mit dem Treasure Hunt Job auf der normalen Insel. Auf der. Also in der Stadt. In der Stadt, genau. Da und die zwei. Gut. Einmal haben wir dieses Ding, was ich mich mal selber identifizieren kann. Das ist es sieht. Ich will gar nicht erst sagen, wie das aussieht. Auf jeden Fall, das Karotte, ist. Karotte, Rakete. Ja. Wenn wir es vernünftig erklären wollen. Also. Das ist beim Treasure Hunt Job im Norden, also besser gesagt da beim Berg. Also hier oben, da. Das stelle ich auch wieder auf den Berg. Und das und andere ist im Dschungel. Dschungel. Sehr richtig. Auch dafür braucht ihr wieder den Pack, wieder den Shop. Sehr auch richtig. Und das war sogar mein letztes Artefakt, das mir gefehlt hatte. Ja. Damit
haben wir, glaube ich, alles, ne? Wir können ja noch da hinten nachschauen, vielleicht gibt es da ja noch was. Wir lernen. Wir lernen ja nie ab. No. Aber das ist verloren. Naja, wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aktiviert auch gerne die Glocke. Und schaut auch gerne halt in der Videobeschreibung. Da sind meine unter meinen sozialen Medien ist ein Link. Einfach darauf klicken, dann kommt es zu meiner Webseite. Da sind dann meine ganz anderen sozialen Medien, TikTok, Instagram und so dabei. Auch Twitch, wo ich und Jeremy das Game auch manchmal auch zusammen spielen. Und ja, schaut dann, wenn ihr ein paar Artefakte braucht, einfach schaut dann gerne bei unserer Discord, bei meiner Discord-Gruppe bei der Donut Army. Und ja, okay, da ist er dann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und hier war euer Donut Boy. And ciao.